So, da sind wir wieder. Qualifikationstraining zum Kreuzpreis von Spanien. Herzlich willkommen hier in Barcelona. Schauen wir mal. Aber gutes Ergebnis herausgekriegt. Hier beginnt jeden Moment das Qualifying auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Das wird ohne Zweifel ein actionreicher Tag vor den Toren Barcelonas. Für welche Einstellung werden sich die Fahrer entscheiden? Die Strecke hat eine ordentliche Anzahl anspruchsvoller Kurven. Geht es nur darum, die optimale Balance beim Fahrverhalten zu finden? Man braucht einen vernünftig eingestellten Wagen, um hier gut abzuschneiden. Man muss das Beste aus den mittelschnellen und schnellen Kurven herausholen. Das geht nur mit dem richtigen Maß an Abtrieb. Aber dadurch wird der Wagen auf den Geraden langsamer. Es ist nicht leicht, da die Balance zu finden. So, okay. Setup haben wir ja drin. Da fahren wir mal raus. Dann fahren wir mal los. So, heute ist es ja egal, mit welchem Reifensatz wir fahren, dadurch, dass es morgen regnen wird. Na dann auf. Freie Strecke, das ist immer gut. Jetzt haben wir noch dieses Rennen, nächstes Rennen, dann kommen wir noch das Getriebe, Gott sei Dank, mal im Mount. Nach Monaco. 24 Bottas. Na, es wird schwierig werden, die Zeit zu knacken. 22 Bot Verstappen. Na ja, schauen wir mal. Ob wir die Zeiten geknackt bekommen, oder? Wobei.
Na, das wird Zeit gekostet haben. Das wird Zeit. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, wie der Vorsprung war. Alles andere als gut. Jawohl, doch, es wird eine neue Bestzeit. 19,7 sogar. Forschung vor den beiden Renault. Vor den beiden Red Bull. Perez hat sich jetzt auch auf 3 gesetzt. So. Und zwei da hinten wollen wir nicht im Weg stehen, das dürfte ein Ferrari und ein Toro Rosso sein. So. Wie sind denn so die Zeiten aus? Na gut, halbe Sekunde davon, ne? So far our fastest lap is a 1:19.7. So, jetzt haben wir noch 11 Minuten 20. So, ein paar Minuten warten wir noch. Sollen wir dann den zweiten Versuch setzen? So. Jetzt haben wir da alle ihren ersten Versuch gesetzt. Wir sind die schnellsten. Das ist gut. Du Kollege auf 9, es kann noch besser werden. We're 20th in the speed trap, 247.0 kilometers per hour. So, einen zweiten Versuch wollen wir noch setzen.
sat slightly higher than expectations. Great job. Danke. Dauert natürlich wieder einen kleinen Moment. We're 20th in the speed trap, 247.0 kilometers per hour. Best lap so far is a 1 minute 19.7. In the speed trap, 247.0 kilometers per hour. So, fahren wir nochmal raus. Zweiter Versuch sitzen. Everyone ready? Okay, let's go. Letzte 5 Minuten. Ein paar draus, wenn sie nicht die letzten oder nicht die ersten. So, auf geht's.
3 Minuten 50 noch. Sache Alpha, so sitzen wir noch. Und dann let's go. Die schnelle Runde. Erster Sektor sagt schon mal Violett. Sagt schon mal, du bist schneller. Das Problem ist jetzt gerade, dass wir das Auto da vorne haben. Na, es geht aber. Zeit gekostet, aber. Ah, doch, es hat Zeit gekostet. Was gibt nochmal Bestzeit? You've just put in the fastest lap. Good job. So. Aber lass mal kurz ziehen. Boah, Alter. Müssen wir die beiden mal vorbei. Vor unseren Teamkollegen da. Jetzt ist das Ding durch. Sorry about that. Just wasn't our day. Dritter. Okay. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Vettel und Richter. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Dritter. Nur. Ja, das hatte ich nicht erwartet. Eigentlich war ich, da war raus, dass wir die Pole holen, aber... Nö, ist nicht. Müssen wir uns mal hinrichten morgen. Irgendwie. Naja, alles gut, kriegen wir schon hin. Irgendwie. Wenn nicht, dann ist es so. Wenn nicht, dann ist das so.
Ich erwartete natürlich eine bessere Session. Aber so etwas passiert wohl mal. Im Rennen kannst du es wieder gut machen. Versuchen wir es dann. Und wenn wir das schaffen, sehen wir morgen. Bis dann.